Die Russen sind immer körperbetont, das ist relativ gerade, wenig Schnickschnack. Da hat es auch nicht geraucht, aber wir haben mit den doch deutlich weniger Kilos, die wir zur Verfügung hatten, heute richtig gut dagegen gehalten und haben das sehr schlau gelöst. Und ich glaube, da bin ich nicht nur stolz drauf, sondern auch der Bundestrainer sehr stolz auf die jungen Leute. Schöner Moment, dass die Ansage, die wir gemacht haben in der Auszeit, auch genauso klappt. Ist ein geiles Gefühl, gibt uns, glaube ich, Kraft jetzt, um gut nach Hause zu kommen. Und wir haben uns endlich belohnt nach den ganzen Kackmomenten, die wir erlebt haben. Ja, natürlich richtig cool, dass ich von Anfang an spielen durfte. Bin ganz gut reingekommen, dann nach der Halbzeit leider nicht mehr so zurückgefunden. Aber ja, ich bin mega happy, mein erster Länderspielsieg. Und ich denke auch für das ganze Team, für jeden, der hier ist, ist so ein Turnierabschluss mit einem Sieg auf jeden Fall richtig verdient. Abschließend muss man einfach sagen, wir sind richtig glücklich mit dem Sieg. Können jetzt mit einem, gut kann man eigentlich nicht sagen in dem Zusammenhang, aber mit einem positiven Erlebnis aus dieser EM rausgehen. Das war ganz wichtig, das war uns allen wichtig. Wir haben einen großen Kampf geliefert. Ich denke auch, die ganze Hauptrunde, in der ich teilnehmen durfte, waren die Zuschauer wie immer echt hinter uns heute auch wieder. Das hat riesen Spaß gemacht. Endlich wurden wir dafür belohnt. Na gut, also eins ist ganz klar. Ich glaube, jeder sehnt sich nach einem Bier, am liebsten auch irgendwie zusammen. Aber das nehmen wir natürlich heute nicht an. Ich denke, wir werden das vielleicht online schaffen, dass wir uns gemeinsam zusammensetzen und nochmal die letzten Tage Revue passieren lassen und uns dann zusammen das eine oder andere Bierchen gönnen. Ja.